2:1 hier beim Halbzeitspiel der Legenden in Leoben. Und wir haben jetzt die Chance, mit Otto Konrad ein Interview zu machen, weil der sagt, uns als Goalie hat er bei den Besprechungen eh nicht zugehört. Insofern ist dir völlig wurscht, was Teamchef Toni Polster vor und jetzt auch während des Spiels sagt, richtig? Das war immer schon so. Also ich war zwar bei den meisten Spielbesprechungen dabei, aber zugehört habe ich nicht, weil als Tormann ist es relativ klar, was zu spielen ist. Die Null muss stehen und das ist heute nicht viel anders. Dass es nicht immer funktioniert, das liegt in der Natur der Sache. Die 2:1 Führung zur Halbzeit stimmt dich wie glücklich? Weniger glücklich wie die Hochzeitsnacht. Ist das so? Kannst du ruhig mehr erzählen, kannst du ruhig mehr erzählen. Das Wort ist, das ist halt so, ne? Naja, ganz ehrlich, wichtig ist, dass wir uns nicht wehtun. Man sieht schon, es sind einige Schmankerl dabei, aber die Gefahr, sich vor allem so einen rutschigen Boden weh zu tun, da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber bis jetzt passt wirklich alles hervorragend und ich habe bereits jetzt auf eine Wettquote X gewettet. Schau her, du bist also da involviert, ne? Dann werden wir noch nachgehen. Fakt ist, du hast ein Gegentor schon hinnehmen müssen, allerdings von Walter Schachner, von dem darf man ruhig ein Goal kassieren, oder? Es war damals, es ist heute wie damals gewesen, von 5 Meter allein vom Tormann ist es immer schwer. Für einen Tormann, das nächste Mal werden dann halten. Ja, welche Gefühle, welche nostalgischen Gefühle kommen denn hoch, wenn du diese Arena da betrittst, Otto? Naja, Donauwitz war eine Geschichte, die eigentlich nach meiner Karriere nach Spanien noch einmal starten wollte. Hat es halt ein paar Querelen gegeben, aber die Leute hier haben mich, glaube ich, nicht in keiner schlechten Erinnerung, ich die Leute nicht. Und das war ein Teil meiner Karriere zum Schluss hinaus. Und das lassen wir so. Backel zu und abgestellt im Schulraum. Wir haben natürlich auch ein bisschen beobachtet, was sich da vor dem Spiel getan hat. Und ich formuliere es jetzt ein bisschen flapsig. Otto Konrad hat den Giovanni Elba als Tanzpartner missbraucht. Als Vorbereitung auf ein großes Projekt von dir. Naja, das war, also im Wald habe ich nicht wegen dem Fußball zugesagt, sondern weil ich ein bisschen Publicity zu machen. Nein, überhaupt nicht. Nein. Da ist der Walter Schachner dabei, der Toni Polster, Giovanni Elba, Let's Dance. Mehr Informationen und Tipps wie da kriege ich auf einen Haufen nicht. Also, Expertise geht nicht. Das geht ja gar nicht und das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich heute da bin. Apropos Expertise, noch ein, zwei Worte zur aktuellen Causa Prima im internationalen Fußball. Lionel Messi und sein Abgang vom FC Barcelona, den hat Otto Konrad wie aufgenommen und kommentiert ihn wie? Es war wirklich eine Sensation. Red Bull Salzburg hat gegen Barcelona gewonnen und das muss entscheidend gewesen sein, dass Messi nicht weiter unterschrieben hat. Das muss gewesen. Oder die Angst vor dem hier. Ja, ich hoffe es für ihn. Also wirklich, ich hoffe, dass er sich durchsetzt. Aber die spanische Liga ist so stark und wenn bei Barca wieder alle dabei sind, dann wird das sicherlich ein bisschen anders schauen. Aber es wird eine harte Saison für Barcelona, bin ich überzeugt. Allerletzte Frage, dann kannst du vielleicht doch noch ganz kurz zuhören, was der Toni Polster so sagt. Wobei, der hat ehrlich gesagt eh keinen Stress, wenn wir uns den gemeinsam so anschauen. Eine Frage noch zu einer auch sehr aktuellen Causa. Die Krone hat getitelt, die Erpresser haben dieser Tage wieder Hochsaison. Gemeint ist natürlich Harry Kane und seine Nichtrückkehr zu Tottenham Hotspur, weil er sich freipressen will. Wie verfolgst du denn diese Causa und solche Angelegenheiten überhaupt? Ja, die Frage stellt sich immer, ob der Spieler selbst dafür verantwortlich ist oder nur Mittel zum Zweck ist. Ich denke halt, dass das große Sagen die Spielermanager haben und die beeinflussen natürlich den Spieler. Es geht ums Geld, keine Frage. Es geht um Befindlichkeiten. Und ich glaube, dass man den Spieler, egal auf welcher Ebene oder bei welchem Verein, nur bedingt einen Vorwurf machen kann, weil er hat er sich mehr oder weniger dem Spielervermittler oder der Marketingagentur verschrieben, muss das machen, was die sagen. Und das kommt dann wie so ein bisschen so eine Seifenoper rüber. Ja. So lassen wir es stehen. Otto, alles Gute für die zweite Halbzeit und viel Spaß bei Dancing Stars. Dankeschön, danke.